Grüße. Willkommen. Ei Gude. Du sprichst unsere Sprache? Das ist auch sie doch anscheinend deutlich schlüssiger als du, gell? Ja. Ich hatte nur noch diese Schwierigkeiten mit den Littenlauten. Mit den was bitte? Mit den Littenlauten. Sag mal Lippenlauten. Arschgeige. Warum kannst denn du kein P sprechen? Na, weil du so ein schlechter Tauchredner bist. Und du bist ein Alien, oder? Ich? No. Ja, wie jetzt? Na, du Idiot. Natürlich bin ich ein Alien, hä? Wer soll ich denn sonst sein, hä? Die Doppelgängerin von der Helene Fischer? Non. Na, du scheinst mir nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein. Das ist hoffentlich nicht euer Anführer. Nein. Hör mal. Ja? Wo kommst du eigentlich her? Oh. Vom dunkelsten und schrecklichsten Ort in der ganzen Galaxis. Wow. Und wie heißt der Planet? Offendach. Hast du mal daran gedacht, dass hier Offenbacher sein könnten? Dürfen die raus um die Uhrzeit? Sind hier Offenbacher? Oh. Es gibt auch schöne Ecken in Offenbach. Ja, das Ortsschild nach Frankfurt. Ja, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja, gut. Das, so groß ist die auch nicht. Ich sage nur so, auf seiner Unterhose, ne, steht nicht Calvin Klein, da steht Zirkus Krone. Da lacht ihr, ne? Ja. Aber hör mal, das müssen verdammt viele Socken auf deinem Planeten sein, oder? Ja, wir haben ja auch verdammt viele Füße, gell? Echt? Ja, ich sehe es hier. 1, 2... Da noch einer, da und der, und die fühlt sich gut an. Dann noch einer. Und das sind, könnt ihr das sehen? Da sind Noppen dran. Du brauchst gar keine Rutschesocken, oder? Hast du gerade über deinen eigenen Witz gelacht? Ist gut. Ja. Und jetzt, was uns natürlich alle brennend interessiert, ne? So ein Außerirdischer, wie pflanzt der sich eigentlich fort? Das sind nicht alles Füße da unten. Na Jungs, neidisch. Meine Damen, es ist genug für alle da. Das ist gut jetzt. Das tut ja nicht gut, hier aufzutreten. Okay. Sondern das hast nur dein Gesicht. Was? Na, dein Gesicht. Was? Ach so, das ist mein Mikrofon. Aha. Und wieso hat ich keins? Das ist eine Bauchrednernummer. Ich bin Bauchredner. Sag nur das. Was soll ich jetzt sagen? Du hast deinen Unterricht. Ja, natürlich. Ich meine, klar, wenn ich rede, bewege ich meinen Mund. Ja? Wenn du redest, dann rede ich, ohne den Mund zu bewegen. Und wenn ich rede, verstehst du? Hörst du dir eigentlich zu? Also, komm, Mama. Also gut, der geht so. Also, der kleine Junge, gell, der kommt nach der Schule nach Hause und sieht zu seiner Mutter.
Also, der Junge, gell, der kommt von der Schule nach Hause und sich zu seiner... Sondern was ist denn los? Ich hab Durst. Na, dann trink doch hinterher gefälligst. Ja, ist ja gut. Jetzt mach. Na gut, also, der Junge kommt von der Schule nach Hause und wenn du jetzt was trinkst. Ist gut, ich stell's weg, okay? Ja. Okay. Kannst du bitte die Nase aus meinem Gesicht nehmen? Bist du Tierarzt? Nein. Dann nimm gefälligst die Hand aus meinen Hintern. Hör mal, letzte Frage. So, hast du auch irgendwelche Alien-Superkräfte? Ich meine, so Laserstrahlen aus den Augen, ne? So. Laserstrahlen aus der Aare. Mit denen Aare, hä? Na, die haben sie als Kind auch die Schaukel zu nah an die Wand gestellt, gell? Vorne und hinne. Aber irgendwas musst du doch können. Ich kann fliegen. Echt? Wie weit? Na, wie weit kannst du nicht schneisen?